Super RTL. Na ihr Nasen, alles easy, erste Sahne. Super. Tja, dann ziehen wir mal eben die Karnickel aus dem Hut, mach mal Knoten in Spaghetti. Super. Und das Zeugnis ist Konfetti. Super. Alles happy und Paletti. Super. Gleich geht's fein los hier, ja da bitte. Super. Mitty. Yippie! Und yeah. Das, Mitty! Yeah. Das schneller, noch schneller! Und jetzt! Und jetzt? Mitty, du musst springen! Da drauf? Ja, hops, 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 hoch! Da lachen ja die Hühner. Also, die auf sowas drauf springen können mit dem Fahrrad, die möchte ich erstmal kennenlernen. Aber ehrlich. Die gibt's aber! Ha. Kann man hochspringen? Das Mir weiß kann man ich ganz ja genau. Erzählen. Kommt nur rein. Tag, Jojo. Hallo. Der Ikarus erzählt dir ja was vom Pferd. Der sagt, von wegen. Es gibt Menschen, die können da drauf springen. Das glaube ich ja noch überhaupt nicht. Na klar. Wer seid ihr? Wir sind ein Teil des Bike Pro Teams und wir sind Fahrradtrailer. Und sowas ist eigentlich das, was wir jeden Tag machen. Ach, wie nett. Dann würde ich mal zuerst gerne sehen, dass der Christian uns mal vormacht, wie man überhaupt auf so einem Rad stillsteht. Ja, das ist für mich das Schwierigste, ne? Ja, das ist auch der Grundbaustein. Also ja? Man kann einfach auf der Stelle stehen und ausbalancieren. Man kann sich auch aufs Hinterrad stellen aus dieser Position. Boah. Oder auf dem Vorderrad hüpfen. Nee. Boah. Oder dann eben aus dem Stand aus einfach nach oben springen. Da brauchst du kein Pferd mehr. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und der nächste Stufe ist dann halt auf Hindernisse aller Art oder die Bewältigung Hindernisse aller Art. Der Andreas macht das. Das macht es der Andreas jetzt mal vor. Aber bin ich gespannt. Hey, der fährt auf unsere Bühne, Ikarus. Ja, ich seh's. Und? Also. Guck genau hin, Matti. Das sind jetzt abwechselnd Vorderrad-Hinterrad-Sachen. Boah. Mit Balance zwischendrin. Bänke und Tische. Ja, also oh. die Einhaltung des Schwerpunkts dabei ist und ja. Die Platzierung der Räder ist sehr, sehr wichtig. Ja. Man macht es hier. Hey, Applaus! Spitze! Der ist noch nicht fertig. Sondern nur, der kommt jetzt hier runter. Ja, also er wird jetzt wahrscheinlich aufs Hinterrad gehen und dann den Sprung schön sauber. Wow! Super, super! Das ist wirklich irre, Andreas. Guck mal, jetzt ist der schon wieder dran. Der Christian. Boing. Auf einem Rad gelandet. Matti, das musst du auch schaffen. Andreas mal gerade was fragen. Andreas, was sagt denn deine Mama dazu? Ja, meine Mutter sagt nur, ich soll vorsichtig fahren. Und das machst du ja, ne? Deshalb bist du ja in so einem Verband drin, ne? Um das richtig zu lernen. Ja. Er hat mir jetzt dauernd was erzählt, ne? Soll der auch mal was machen? Ja. Ne? Kann er was? Ja. Ja, Jojo, jetzt musst du es beweisen. Ja, dann wollen wir mal. Gut Glück. Auf geht's, Jojo! Na, was macht er jetzt? Er fährt da hoch. Ja. Und dann hier auf den großen Tisch. Hui, hui! Und dann dreht er sich eine Runde auf dem Hinterrad. Auf dem Hinterrad eine Runde. Hey, Achtung! Achtung, du fällst! Hey! Jojo, du fällst! Vorsicht! Windelig, wenn ich runter. Ja! Komm noch mal kurz her, Jojo. Das machst du ja auch nicht mit jedem Rad, ne? Sowas? Nein, das macht man mit speziellen Rädern natürlich. Ja, das hier ist ein kleines, ein normales Mountainbike, oder? Nein, das ist ein normales Mountainbike. Das, ja. Und das ist ein spezielles Trailbike, ja. Was mit also kleineren Rädern, das ist spezielle Sache praktisch. Hat mir riesen Spaß gemacht. Verlange jetzt keiner von mir, dass ich das mit meinem Rädchen nachmache. Und ihr zu Hause auch nicht, ganz klar. Das macht man nur, wenn man es kann. Herzlichen Dank und... Bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt's die große Rausfahrt. Kommt ihr da wieder rein in den Fahrstuhl, ne? Wir haben nämlich einen Zauberfahrstuhl. Macht's gut, Andreas. Da passt alles rein. Tschüss. Traktoren, Räder und es gibt's gar nicht. Hals- und Beinbruch. Ja. Ihr geht mal gerade mit mir. Ich hab was Feines. Ihr könnt mir wieder mal beim Händewaschen zugucken. Ja, das muss sein. Beim Fernsehen wird oft sich gesäubert. Und dann geht es aber los. Wir haben nämlich hier Sachen, die ihr auch zu Hause habt. Frag mal die Mama, im Kühlschrank, meistens unten im Gemüsefach. Da sind solche Sachen drin. Habt ihr die mal wirklich angeguckt? Jetzt mal abgesehen davon, das ist eine rote Paprika, das ist nichts Besonderes. Aber schaut mal, wie die aussieht. Wenn man ein bisschen Fantasie hat, könnte man sagen,
Das ist das Kinn von einem zahnlosen alten Mann, der so motzig ist. Oder ich nehme mal hier so eine Lauchstange. Sieht ja nach gar nichts aus. Aber jetzt schaut mal, wenn ich das rumdrehe, das habe ich nur ganz wenig verändert. Mit ein paar Böhnchen unten, mit ein paar Pfefferkörnern. Und schon sieht das anders aus. Das wäre ja doch toll, wenn man mal statt Blumen sowas mit zum Rendezvous bringt. Sagt man dann also, Luise, ich habe dir heute mal keine Blumen mitgebracht, sondern eine Lauchstange. Die ist ja glücklich, die Frau, die wird ja im Karree springen. Ja, oder ich zeige euch jetzt mal, was man machen kann. Eine Birne sieht so aus, nichts Besonderes. Wenn ich aber der Birne jetzt links und rechts solche kleinen Ohren anschneide und sie dran lasse. Die Schale muss dranbleiben, bitte. Auf der anderen Seite mache ich dasselbe. Ohren dran lassen. Und damit die jetzt ein bisschen abstehen, nehme ich ein, hoppla, das war keins, ein Nägelchen, ein Nelkennägelchen. Das sieht so aus. Ich halte die Hand mal ganz ruhig. Und das stecke ich unter diesen Flügel in die. Ja, wir nehmen eine andere Birne. Das geht ganz schnell, ihr werdet es sehen. Ohr, Nelke. Ja, ja, das ist, wenn man so ein begabter Koch ist. Ihr seht, dann steht das schon ab. Und auf der anderen Seite mache ich das auch. Den Ehrgeiz habe ich jetzt. Und jetzt kommt da drunter das kleine Nelkchen. Jetzt stehen die ab. Seht ihr es schon? Und jetzt brauchen wir noch zwei Augen. Nehme ich auch Nelken, weil es hübsch aussieht. Mit Nelkchen, so, zwei Augen. Das ist jetzt zufällig mal eine Birne, die also völlig gegen alle Gesundheit raucht. Wir können ihr aber auch die Zigarre noch ein bisschen abmachen, so, und ihr dann vielleicht ein Böhnchen geben. Die lutscht gerade ein Pfefferminzbonbon, ist, glaube ich, gesünder. Ja, das ist dies. Und damit diese Birne besser steht, jetzt ist schon wieder ein Ohr abgefallen, ihr könnt das daheim bestimmt besser als ich. Ich stelle das mal so seitlich dran, das reicht. Bei Kartoffeln ist es auch sehr hübsch. Guck mal hier, wenn ihr eine Kartoffel findet mit so einer geschwulst oben, dann sagt nicht, oh, die sieht ja blöd aus. Nein, im Gegenteil. Macht ihr doch einfach zwei Nelken drauf und dann habt ihr ein kleines Wutz. Ja, und dann hätte ich... Oh, Besuch! Das ist sehr gut. Hallo. Kommt mal mit. Ui, komm. Ja, Sonja. Hallo. Das ist toll. Simon Korn? Matti, das sieht aus wie eine Gans. Das habe ich schon mal gesehen. Nein, ich glaube, Ikarus. Also ich glaube, es ist ein... Ja, guten Tag. Tag, Sonja. Hallo. Wen hast du mitgebracht? Den Seelmann. Der Herr Seelmann. Seelmann, bleib hier. Ja. Komm, bleib du hier. Was ist Seelmann? Eine Gans. Eine Gans oder ein Männchen, ne? Ja. Ein Ganser. Ja. Hat nämlich, das kann man schön sehen, oben auf dem Kopf so ein kleines Höckerchen, das ist aus Federn. So wie bei den Hähnen, die haben ja auch einen tollen Kamm. Die Männer wollen immer schöner sein als die Frauen in der Tierwelt, ja? Sollen wir mal versuchen, ob wir, weil ich ja weiß, Sonja, dass Gänse den Menschen folgen, ob wir sie ins Ställchen kriegen? Okay. Die geht uns einfach nach. Komm, wir gehen mal ins Ställchen. Komm mal mit, Matti, geht mal mit vor. Wir machen das mal auf. Komm, Seelmann. Geh in das Lauchstellchen. Ja, Seelmann, du sollst nicht außen mitkommen, du sollst innen mitkommen. Ja. Komm. Ja, Seelmann, wir haben hier lecker Salat. Jetzt mach den Stall zu. Wir haben lecker Salat. Und da oben ist der Ikarus, hier ist schön. Da sind ja zwei schöne Gänse im Stall. Hältst du mal offen hier? Ja. Ich probier mal was anderes. Sekunde, so viel Zeit muss sein. Ja, ich gehe mal ganz außen rum. Ja, Seelmann, natürlich. Guck mal, das ist die Sonja. Guck mal. Ja, guck mal da. Ja, natürlich. Siehste? Ja, Salat und Wasser. Guck mal, jetzt kannst du raus. Ja. Brave Gans, ne, Matti? Das ist toll. Ja. Gell, ist schön, ne? Ja. Guck mal, da ist Salat und Wasser. Du kannst aber jetzt beruhigt gehen. Ja, okay. Ja, gewöhnt sich schnell dran. Nein, du musst nicht da drin bleiben. Du darfst rauskommen. Du musst nicht da drin bleiben. So, okay. Okay. Kümmer mich drum. Mach gut, Sonja. Seelmann, fühl dich wohl. Du darfst auch mal ganz einfach auf den Boden machen. Mach gar nichts. So. Ja. Das bedeutet, Seelmann, wenn du...